Diesen Ankick widmen Ihnen die Stadtwerke Kapfenberg. Jederzeit für Sie am Ball. Sanitärinstallationen von der Beratung über die Planung bis hin zur Ausführung. WC, Boiler oder das gesamte Bad. Von den Installateuren der Stadtwerke Kapfenberg. 100% perfekt organisiert. Stadtwerke Kapfenberg. Besser, Gösser, Österreichs bestes Bier. Träumen Sie davon, Hausbesitzer zu sein? Träumen Sie nicht nur, sondern setzen Sie Ihren Wunsch in die Tat um. Kärntner Haus ist Ihr kreativer Partner zur Verwirklichung Ihrer Wohnträume, egal ob Ziegelmassiv oder Holzriegelbau. Kärntner Haus, mit Vertrauen bauen. Die Firma Juri ist ein Unternehmen der Rohrer Group mit Sitz in Nickersdorf bei Leoben und ist spezialisiert auf Industriereinigung, industrieller Gerüstbau, Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandtechnik-Isolierungen. All diese Leistungen bietet Firma Juri Industrie- und Privatkunden an. Juri, der Partner in der Umwelttechnik mit Standort in Nickersdorf. Unser Schlagerspiel der Woche kommt aus der Oberliga Nord, da wird die erste Frühjahrsrunde ausgespielt und der Tabellenzehnte Rapid Kapfenberg trifft im Derby auf den Tabellenzweiten, auf den SC Brugg. Im Herbst gab es ja einen 3:0-Sieg der Brugger und die jungen Kapfenberger, die brennen auf Revanche. 370 Zuseher kamen zum Oberliga Nord-Derby Rapid Kapfenberg gegen den SC Brugg ins Kapfenberger Highway-Stadion nach Diemlach. Zur Ausgangsposition. Die Brugger als Tabellenzweiter, 4 Punkte hinter dem Tabellenführer Mürzhofen, brauchen einen Dreier, um den Anschluss zur Spitze zu wahren. Und die jungen Kapfenberger wollen ins sichere Mittelfeld. Da benötigt man einen Punktezuwachs. Das Match leitet Bundesliga-Schiri René Eisner. Beide Teams gehen sehr engagiert ins Match und geben ein gutes Tempo vor. Nach Rapid Kapfenberg Eckball kommt der Ball zu Ivica Lucic, doch der Schuss geht da übers Tor. Nun gibt's Corner auf der Gegenseite für Brugg. Bernd Baumgartner hebt herein zu Martin Leitner. Leitner spielt mit Kopf auf Schaffer und Schaffer stellt auf 1:0 für Brugg in der 5. Spielminute. Hoffentlich hat's da bei diesem Presser Bernd Baumgartner nicht Ärger erwischt. Kapfenberg holt da einen Eckball heraus. Die Gäste bringen den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Lucic kommt zum Leder, lässt da zwei Brugger aussteigen und drückt ein zum Ausgleich. Spielstand 1:1 durch diese tolle Lucic-Aktion in der 25. Spielminute. Brugg mit gutem Spielaufbau. Zuspiel auf Dani Reiter. Doch Reiter vergibt damit Flachschutz. Kurz vor der Pause startet die Bomself noch einen Angriff über die linke Außenseite. Ein scharfer Ball aufs kurze Eck und Markus Fahrenleitner hat da Pech, befördert den Ball ins eigene Tor zum 1:2. Und dieses 1:2 ist auch der Pausenstand. Erfreulich bei den Rapidlern gibt's neue junge Funktionäre mit Obmann Christian Falland, Christian Seidel, Kurt Knöbelreiter und Dieter Metzger. Da ist der Verein in guten Händen. Wir haben wieder die Quizfrage für die Fußballfans. Ich suche den ältesten Oberliga-Kicker. Ah, das ist der Masovic, der Brugg. Der war schon 43 und jetzt, kurz vor 44, startet dann einmal durch scheinbar. So ist es, der startet durch. Und jetzt habe ich noch eine Frage, weil so leicht mache ich das nicht. Weißt du vielleicht, wie lange der Cimzo Masovic schon in Brugg spielt? Das ist eine schwierige Frage, aber es ist auch irgendwo leicht zu beantworten. So zwischen 17 und 20 Jahren werden es wohl schon sein.
Du liegst sehr gut, 20 Jahre sind es und du gewinnst 2 Thermankarten. Oh, besten Dank. Auf zur zweiten Spielhälfte. Gleich nach Seitenwechsel gibt's Bruckangriff und eine kleine Unsicherheit der heimischen Abwehr, aber ohne Folgen. Wieder die Gäste. Wallner wird angespielt, Wallner spielt auf Leitner. Leitner geht da zu Boden, will da einen Elfer, bekommt aber Gelb für eine Schwalbe. Die jungen Kapfenberger bemühen sich, Salahi vergibt er aus Spitzenwinkel. Admir Petzkovic mit Kopfschutz spielend kann sich bei diesem Bruckschuss auszeichnen. Bruck kombiniert da ganz gut, aber der letzte Pass kommt nicht mehr an. Da gibt's ein kleines Hoppala. Rapid mit guter Spielverlagerung auf Lucic. Lucic verfehlt das Brucker Gehäuse knapp. Kapfenberg drückt jetzt aufs Gas, will den Ausgleich. Kämpft sehr gut. Lucic hat einen hochkarätigen Sitzer, scheitert aber an Gröblinger. Und kurz vor Schluss gibt's die Entscheidung. Michi Wallner trifft mit tollem Schuss zum 3:1 für die Brucker in Minute 87. Und das war's. Bruck schlägt im Auswärtsspiel Rapid Kapfenberg mit 3:1. Dieses Wochenende hat es nicht geklappt für die Kapfenberger mit Punkte. In der Bundesliga gab es die Länderspielpause, da konnte man nicht punkten. Die Landesliga-Truppe hat in Anger verloren und heute Rapid Kapfenberg gegen Bruck. Naja, man hat aber schon gesehen, dass die junge Rapid-Mannschaft eine hohe Spielkultur hat. Sie haben Pech gehabt, sie waren mindestens ebenbürtig im Feld und es war doch eine unglückliche Niederlage. Und die Austria-Kapfenberg, KSV Amateure, natürlich ist die Landesliga eine schwere Liga und da kann schon mal vorkommen, dass man auch die Punkte liegen lässt. Aber die Meisterschaft ist noch lange und es ist alles offen und die Chancen stehen sehr gut, dass wir in der Landesliga den Meistertitel vielleicht erreichen und dass auch die junge Rapid-Mannschaft die Klasse in der Oberliga Nord hält. Sonst hat sich auch einiges getan im Stadion, im Fekete-Stadion, die Tribünen, neue, die Murauer-Tribüne, super, wieder alles beisammen. Am Schirmitz wurde einiges getan und hier in Kapfenberg in Dimlach ist auch alles flott. Ja, die Sportanlage in Dimlach, die wurde in den letzten Jahren saniert. Wir haben hier eine wirklich gute Voraussetzung für den Sport im Siedlungsgebiet Dimlach geschaffen. Die sportliche Infrastruktur wird auch in Schirmitzbüttel erneuert. Auch dort ist praktisch eine neue Sportanlage in wenigen Wochen bezugsfertig. Und natürlich gilt unser Bestreben auch, die Voraussetzungen für die Bundesliga voll zu erfüllen. Es wird in Kürze die Entscheidung darüber fallen, wie und in welcher Form eine neue Tribünenvariante im Franz-Fekete-Stadion kommen wird, sodass alle Fans, alle Fußballfreunde, alle Sportfreunde gute Voraussetzungen haben und wir für das sportliche Umfeld hier wirklich Positives bewegen in Kapfenberg. Lubo Susic zu dieser 1:3 Niederlage. Ja, wir haben heute sehr schlecht gespielt eigentlich und heute war für uns nicht mehr drinnen. Wir haben überhaupt nicht zusammengebracht und heute ist eigentlich doch haben wir auch nicht mehr verdient als diese Niederlage. Und in der Vorbereitung ist es wirklich so toll gelaufen, aber man merkt, Meisterschaft ist Meisterschaft. Ja, das ist immer so. Eigentlich habe ich ein bisschen Angst gehabt, weil bei uns ist in der Vorbereitungsphase sehr gut gelaufen. Wir haben alle Spiele klar gewonnen und waren sehr stark. Leider Gottes jetzt zum Schluss haben wir ein paar Ausfälle mit ein paar verletzten Spielern, ein paar Kranken und so, dass wir ein bisschen umdisponieren mussten. Aber nichtsdestotrotz ist das heute ein Sieg für Brucken. Das geht in Ordnung. Wir werden schauen, dass wir schon nächste Woche gegen Zeltweg eine bessere Leistung bringen und dass wir vielleicht einen oder anderen Punkt holen. Ja, René Boms, Gratulation. 3:1 hier bei Rapid Kapfenberg gewonnen. Ich glaube, das sind wichtige Punkte. Ja, sehr wichtige Punkte für uns und das erste Spiel ist wie immer schwierig. Man weiß nicht genau, wo man steht. Wir haben eine sehr gute Vorbereitung gehabt und dann ist es natürlich bei einem Auswärtsspiel, bei den Kapfenberger Amateure, die sehr, sehr stark sind, nicht einfach. Die jungen Kapfenberger, die haben wirklich nicht enttäuscht, haben sehr gut lange entgegengehalten. Ja, also man kann da dem Verein und speziell in Lubo für seine Arbeit sicherlich nur Kompliment aussprechen. Das ist wirklich eine sehr gute Mannschaft und ich glaube, da werden es viele andere in der Liga schwer haben, gegen diese Mannschaft zu gewinnen. Diesen Ankick widmeten Ihnen die Stadtwerke Kapfenberg. Jederzeit für Sie am Ball.